Der Dufti mit einem neuen Video. Ich dachte, heute springen wir mal ins kalte Wasser. Ich habe da wieder eine Simulation, wo es wenig deutschen Support gibt, soweit ich das mitbekommen habe. Und die, die meine Videos kennen, die wissen, ich bearbeite da nichts und ich mache das auch nicht so besonders toll. Aber es reicht, um sich dann doch vielleicht besser ein Bild machen zu können von der Simulation. Und deswegen lege ich auch gleich los. Single Mission. Mache ich hier den zweiten Auftrag. Da soll ich U-Boote suchen und zerstören. Hier hat man noch eine U-Boot-Auswahl. Lasse ich einfach das, was jetzt von vornherein drin ist. Ja, und dann gratulieren sie uns und dann geht das auch schon los. Kontakt haben wir bei 68, 70. Okay. Und dann geht es auch gleich los. Als erstes sofort die Geschwindigkeit auf 0 reduzieren. Weil wir müssen uns erstmal einen Überblick verschaffen und sollten selber keinen Ton von uns geben. Hier haben wir auch schon den ersten Kontakt. Das gucken wir uns genauer an. Hier sind die Wasserschichten, erkläre ich noch. Und wir haben hier noch keinen Kontakt zu sehen. Dann identifizieren wir den jetzt einfach mal mit Linksklick. Mit der Maus kann ich hier die Pfeile durchschalten und sehe zu, dass sich jetzt hier die Linien decken. Und dann wissen wir, okay, in dieser Bandbreite, wenn die Geräusche in dieser Bandbreite sind, dann kann sich das eigentlich nur um dieses oder jenes Objekt handeln. Da, hier decken sie sich noch nicht. Edgy Badge. Dann gucken wir mal weiter. Sind die jetzt schon verpennt? Da ist das. Nein, da stimmt auch noch was nicht. Eine schwierige Geschichte hier. Da haben wir ihn. Nee, das ist auch nicht. Das ist er. So, und das wäre dann dieses U-Boot. Dann wird hier auch die Auflösung sehr gut, nicht? 95%. Und wir haben aus 60 Grad Entfernung, 70 Grad Entfernung was gehört. Hier wären 90, also 80, 70, 60, dann ist das hier genau das U-Boot, was wir auch auf dem Schirm haben. Wir bewegen uns noch mit einem Knoten. Speed, einen Knoten wollen wir beibehalten. Dann bitte sehr leise. Und dann feuern wir sofort ein Torpedo ab. Hier haben wir die verschiedenen Torpedorohre. Gehen wir auf das eine, drücken die Space-Taste. Dann haben wir hier den Navigationspunkt für den Torpedo. Und dann setze ich den sehr früh schon ab hier. Damit jetzt mit Rechtsklick aktiviere ich den Torpedo. Der ist jetzt unterwegs und hier ab da lässt er sich dann selber, kann ich ihn steuern. Weil vielleicht ist der Kontakt nicht hier, sondern da. Und dann kann das übel enden. Hier sehe ich ihn ja auch schon. Das ist auch abhängig vom Schwierigkeitsgrad. Weil man kann ja in Wirklichkeit, gibt es ja keine Fenster im U-Boot und dann weiß man nur immer ungefähr, wo das Ziel ist. Er sucht jetzt schon selbstständig und das nehme ich ihn jetzt ab. Ich gehe hier auf Weapon und hier habe ich die Steuerkreuze. Und damit dirigiere ich ihn direkt, kaum ein bisschen höher, Kollege. So. Und dann gehen wir doch gleich mal aufs Ziel. Jetzt schalte ich noch den Sonar ein und jetzt wird es richtig eng für ihn. Er kann auch abtauchen. Das bringt nichts mehr, der ist jetzt erledigt. Er wird jetzt gleich noch Tauschkörper rausschmeißen, die Schiffsschraube hier simulieren, dass der Torpedo dann auf ein anderes Ziel geht. Aber das werden wir hier manuell dann zu verhindern wissen. Jetzt ziehe ich ihn nach rechts, obwohl er da auf den los wollte. Und jetzt haben wir ihn. Ja, okay, das hat gelangt. Hier ist Geschichte. So. Aber, wie gesagt, ich habe jetzt den Schwierigkeitsgrad runtergesetzt. Damit man auch sieht, wenn man sich nicht so auskennt, ist das auf jeden Fall zu handeln. Den Kurs behalten wir mal bei. Einmal linksklick hier und dann gehe ich jetzt hier mal so auf 80 Grad. Mit rechtsklick löse ich dann den Wegpunkt aus. Hier kann ich
Prioritäten setzen, ob die Pumpen jetzt als erstes repariert werden sollen, etc. Und das ist jetzt kein Sonar, das ist das Telefon von meiner Frau. Okay. Ja, halten wir weiter Kurs. Hier können wir mal gucken. Der geht hier weiter baden, der Kollege. Da hat es ihn gerissen. Also hier habe ich noch keine... Da ist der Boden. Keine Fehler entdeckt. Es kommt immer mehr dazu. Als ich das gekauft habe, war das hier als Interface gar nicht da. Da hat man alles über Tastatur eingegeben. Man hat hier die Möglichkeit, die Ballasttanks und so alle manuell zu steuern. Wenn ich jetzt C drücke zum Beispiel, dann sieht man hier 5, 10. Und so kann ich ganz diffizil einstellen, wie hoch, wie tief ich möchte, in welcher Schräglage ich sein möchte. Also das ist wirklich, gehen wir wieder auf 0, wirklich sehr cool. Was noch fehlt, sind so ein paar Anzeigen, finde ich. Was mir noch ein bisschen fehlt, ist auch hier, ich kann das mal eben zeigen, aber das, wie gesagt, kommt wohl auch noch nach. Wir steigen mal auf, was jetzt gar nicht gut wäre, weil hier sind ja noch feindliche U-Boote, aber das kann uns jetzt erstmal egal sein. Torpedo wird nachgeladen. Fünf Knoten, viel zu schnell. Make turns for 2 knots. Maneuvering on. Torpedo room, tube 1 ready. Gut, dann können wir wieder auf Schleifwacht. Tiefenruder hier, die bewegen sich auch richtig. Was mir noch fehlt, ist Schleppsonar, den man bis zu mit 2 Knoten dann hinter sich herzieht. Ich drücke mal F9, dann beschleunigt er. Oh, da ist ein Flieger. Der wird jetzt hier Bojen schmeißen. Und jetzt werde ich mal den Mast hier, sind wir auf 5 Knoten wieder, zu schnell. Jetzt schmeiße ich mal hier den ESM-Mast raus und daran kann ich erkennen, ob Radar, feindliches Radar, irgendwie hier unterwegs ist. Und hier ist dann die Anzeige dafür und anscheinend nichts. Also der schaut nur, hat aber selber kein Radar an Bord. Und auch hier ist nichts in der Nähe, was irgendwie mit Radar was absuchen würde. Periskop. Kann ich auch ausfahren. Und gehe ich hier drauf. Na, hier sind die Sachen jetzt draußen. Und jetzt kann ich hier natürlich auch durchschauen. Da ist der Flieger. Und damit er uns nicht sieht, hopp hopp ins Körbchen und das auch wieder rein. Hier haben wir dann noch Radar. Und aktiven Sonar haben wir natürlich auch. So, hier haben wir auch schon wieder jemand aufgelöst. Dann schauen wir mal, was wir da haben. Auf jeden Fall sollten wir wieder abtauchen. Hier oben haben wir nichts zu suchen. Gehe ich erstmal richtig runter. Und auf diesem Wege schaue ich nochmal eben nach dem zweiten Kontakt. Das deckt sich. Einmal bestätigen. Dann gucken wir hier oben. Das ist die Whiskey SS. Ein paar Daten dazu. Ja, und dann schnappen wir uns jetzt den Kollegen. Geschwindigkeit 1 Knoten, das ist super, dann sind wir schön leise. Wir treiben uns jetzt auch langsam in tieferen Gewässern wieder rum. Der hängt da oben. Und das reicht eigentlich schon wieder, um zu feuern. Da brauche ich gar nicht genau wissen, wo der ist. Und wenn er jetzt hier ist, interessiert nicht. Ich gebe ihn jetzt gleich ein vom Bug. Space-Taste drücken und ungefähr die Richtung. Und Rechtsklick. Torpedo ist raus. Hängt noch an der Kabellage.
und ab hier steuern wir den dann wieder selber. Wir haben hier jetzt noch nichts zu sehen. Ich kann immer nur wieder betonen, bei höheren Schwierigkeitsgraden dauert das dann auch immer länger, weil dann eben die Losung wirklich stimmen muss. Und wir können den natürlich auch zum Aufklären nutzen, weil wenn der aktiv gleich sucht, verraten wir unsere Position nicht und wir können den hier besser entdecken. Und wenn er ein bisschen Angst kriegt, hier wird er sich irgendwo aufhalten und dann Gas gibt, dann ist er natürlich noch besser zu hören. Wir werden hier allerdings auch weiter mit so Sonarbojen hier beschmissen. Und das heißt, wenn wir zu laut wären, dann würde er uns jetzt hier dann auch lokalisieren. So, der Torpedo, der sucht. Das ist gut. Und jetzt möchte ich den wieder manuell steuern. Einmal eingreifen, zack, dann bleibt er stehen. Nehmen wir jetzt dahin, wo wir hin wollen. Da ungefähr müsste er sein. Was hatten wir gesagt, wo? In welcher Tiefe hatten wir den entdeckt? Ziemlich weit oben. Das heißt, dass wir dann gleich einfach auch dann schön oben suchen. Na, hier einfach dann bei Weapon hier den nach oben schicken. Jetzt macht er das. Und jetzt schmeiße ich hier auch den aktiv an. Dann gucken wir mal, dass wir hier jemand aufdecken. Da ist schon 68%, wird immer besser. Das Ziel kommt allerdings auch schnell näher. Gehen wir hier mal rauf. So. Irgendwo da ist er. Jawohl. Und er gibt jetzt hier ordentlich Stoff, ne? Und jetzt müssen wir wieder manuell eingreifen. Der wird jetzt gleich hier wieder einen Täuschkörper schmeißen. Und dann will der Torpedo dahin. Und wir müssen zusehen, dass wir dann hier so eben einmal den nach rechts ziehen. Da schmeißt er den. Und jetzt sage ich, nee, nee, nee. Geh mal hier zu dem fetten Vogel. Und zack, Ziel 2. Ich kann nur wieder betonen, auf einfachen Schwierigkeitsgrad, ja. Nicht vergessen. Fühlt sich aber nicht arkadisch an, ne? Muss man ja mal sagen. So, okay. Ich denke, hiermit habe ich schon mal so ein bisschen was gezeigt. Ich werde als nächstes so eine Kampagne anschmeißen und dann hier auch auf die Waffensysteme einzeln eingehen und hier noch auf Kleinigkeiten. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, habe ich das hier erklärt. Periskoptiefe können wir automatisch hier natürlich auch dann ihm sagen. Oder Nottief, also Tauchen, und zwar ein Nottauchen. Das bedeutet halt, dass man so schnell wie möglich runtergeht, weil oben irgendwie Wasserbomben geschmissen werden oder Ballasttanks ausspülen und dann ist da nur noch Luft drin und dann schießt das U-Boot nach oben. Hier kann man separat nochmal die Geschwindigkeit einstellen. Und im Großen und Ganzen war es das. Hier können wir noch den Text wieder lesen, was gelaufen ist. Ja, also mir macht die Spaß, so mit schön Tasse Kaffee dabei und dann hier die halt aufmischen. Allerdings spiele ich das nochmal auf realistisch und dann ist das auch nicht ganz so einfach und dann wird man doch schon mal, kriegt man doch mal was ab. Aber dann habe ich das auch dann noch bis nach Hause geschafft, auch wenn der Pott dann mit Wasser voll gelaufen ist. Man kann die Campaign speichern, sollte man vielleicht auch noch sagen, was ich auch sehr gut finde. Wenn man also an einem bestimmten Punkt ist, speichert man. Und wenn man dann irgendwie ein, zwei Missionen macht und man sagt, boah, das ist ja alles voll in die Hose gegangen, kann man einfach zu dem Speicherstand zurück. Und man entscheidet selber, wo man den Punkt dann speichert. Ich wünsche viel, viel Spaß mit der Simulation, falls ihr die schon habt oder in Erwägung zieht, die zu kaufen. Und wie gesagt, ich werde auf jeden Fall weiter jetzt
ihr da noch ein paar Videos von machen. Viel, viel Spaß, egal was ihr da durchsimuliert. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss.